Hey, meine single-verschlürfenden Whisky-Nerds, Whisky-Grinch Adrin hier. Ja, ich bin ein bisschen ermattet. Das ist jetzt das dritte Video, das ich heute aufnehme mit Pausen dazwischen. Und ja, ich trage ausnahmsweise mal keine lustigen T-Shirts. Man kann ja nicht immer lustig sein. Genug Intro. Heute auf der Teststrecke ist ein Coverland Peated Malt. Und ich stehe jetzt nicht nur wegen der Kroftengie-Abfüllung von Jan in Kontakt mit ihm, sondern wir schreiben uns öfter mal. Und er ist ein großer Coverland-Fan und hat dann hier einen Peated Malt aufgetan. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, schon eine Weile her, dass das Sample zu mir kam. Ich glaube aber, das war der erste rauchige Coverland Single Cask, der nach Deutschland gekommen ist. Und mittlerweile kann man ihn, glaube ich, sogar bei Vic kaufen, aber das Sample hier ist über Umwege hergekommen. Ich glaube auch von einem richtig krassen Coverland-Sammler. Aber was interessiert euch das ja? Ihr wollt wissen, wie das Zeug riecht und schmeckt. Dementsprechend schütte ich das jetzt mal ein. Zu Coverland muss ich sagen, ich bin da auch großer Freund von. Diese Solist-Abfüllungen sind teilweise extrem gut, obwohl sie so jung sind. Also man muss da immer mit der Zunge schnalzen, wenn man so 5 bis 7 Jahre bei, ich sag mal, 120 Euro. Es gibt da auch Ausreißer. Ich glaube, der PX war extrem teuer. Und noch ein Fassart kriegt man kaum unter 200 Euro. Und das, die waren dann tatsächlich nicht den doppelten Preiswert von den anderen. Aber im Wesentlichen in Erinnerung geblieben sind mir der Port, der so richtig schön rot daherkommt und mit seinen, ich glaube, ich hatte 7 Jahre, wirklich eine gute Balance findet zwischen diesem krassen Port-Finish und Dings. Also Coverland ist ja, ich sag mal, tropisches Klima. Und irgendwo habe ich mal gelesen, dass ein Jahr Coverland in etwa 6 schottischen Jahren entspricht. Also wenn man da 7 Jahre hat, dann ist das ganz schön lang. Kann jetzt natürlich übertrieben sein, aber man merkt schon, da geht ordentlich was. Und so, genug geschwafelt. Ich nehme jetzt mal die erste Nase. Was bist du denn, soll dieser Gesichtsausdruck heißen? Naja, ich gebe mir jetzt mal ein bisschen Zeit zum Öffnen. Ich glaube, bei dem jungen Zeug, der ist jetzt auch 5 Jahre alt. Jetzt habe ich die ganzen anderen Eckdaten nicht vorgelesen. Ja, ist 5 Jahre alt, hat 55%, wie gesagt, Peated Cask. Ich glaube, es war auch Sherry im Spiel. Ich lasse ihn atmen und komme dann gleich wieder. So, da bin ich wieder. Während das Ding gearbeitet hat, habe ich die Zeit genutzt und habe am Rechner mal nachgelesen, ob ich gerade Scheiß erzähle. Also man findet nichts dazu, welches Fass genau das war. Es ist, glaube ich, auch ein französisches Bottling. Ich weiß jetzt nicht, warum es bei Vic zu kaufen ist, aber gut. Kommt ja vor. Also Sherry Cask ist es vielleicht oder vielleicht auch nicht. Es steht auf jeden Fall nicht drauf. Und in der Nase hatte ich jetzt... Okay, also... es springt einem jetzt kein Fass entgegen. Es könnte tatsächlich irgendwas nur ausgebranntes Holz sein oder halt ein recht schwaches Bourbon Cask, in dem das... Was ich jetzt in der Nase habe, ist so verbranntes Wert das Echte. Also so Karamellbonbons, das Innere von Toffifee, ungefähr so, mit Peat. Und der Peat, muss ich sagen, von der Art taugt mir gar nicht. Ich will ihn jetzt nicht... Also es gibt so Peat, der mir richtig gut reinläuft, Octomore, Springbank, Longhu. Wenn es jetzt nicht gerade der Gummistiefel Kill Karen ist, dann auch Kill Karen. Aber der erinnert mich so ein bisschen an... weiß auch nicht. Der hat so eine... Es ist jetzt vielleicht keine Fehlung, es ist einfach der Peat. Aber... Was bist du? Wer bist du? Wo willst du hin? Komisches Ding. Es bleibt beim Toffifee.
Und die Nuss ist extrem verbrannt. Naja gut, die Zunge möchte gerne jetzt mal verkosten, was da daherkommt. Schmatz. Ja, also, wie sage ich das jetzt nicht? Da ist nichts drin, was man sonst so wiederfindet. Also, der Piet kann ich nicht beschreiben. Habe ich überhaupt keine Assoziation im Kopf dazu. Also weder verbranntes Holz noch irgendwie an einem Kohlegrill oder. Er ist ein bisschen fleischig, aber. Ich weiß jetzt auch nicht, wie viel ppm der hat. Das steht auch, glaube ich, weder bei Whisky Base noch auf der Flasche natürlich drauf. Kann ich euch nicht sagen. Ich weiß nur, dass es irgendeinen Piti-brennenden Asia, was, John Paul, der einen super guten Cask-Drinks macht, der den hier bei Weipen schlägt. Und ich glaube, der war 55 Euro, auch ohne Altersangabe. Oder der hat jetzt hier eine Altersangabe, aber die ist ja lachhaft. Also 5 Jahre, okay. Also, es ist jetzt auch nicht so, dass es eklig ist, aber ich. Ah, okay. Jetzt im etwas längeren Abgang wird es tatsächlich ein bisschen tärig. Entschuldigung, wenn ich so. Ich versuche es aus der Zunge rauszuziehen. Aber es bleibt. Also, ich habe hier nur Karamell. Und am ehesten erinnert mich die Note an den Diensten Toasted Oak. Der hat ungefähr auch so eine Holzkaramelligkeit, aber der hat jetzt halt noch diesen Peat dazu und. Nee. Was bist du? Tja, interessant. Also im Sinne von interessant, ich hatte noch nie einen so verschlossenen Malt wie jetzt den. Und ich habe jetzt auch nicht mit Wasser rumgepanscht, weil ich glaube, das hätte auch nicht viel gebracht. Und ich bin zu faul, den Bett zu holen. Ja, so Fazit. Preis, Leistung. Also ich weiß nicht mehr genau, was ich geblutet habe. Vielleicht habe ich gar nichts geblutet. Und weil wir tauschen nämlich Samples hin und her. Ich weiß nur, dass Jan für die Flasche schon ordentlich gelatzt hat. Und mehr als jetzt bei Vic. Aber ich setze jetzt mal die 125 Euro bei Vic an. Und dann ist Preis-Leistung tatsächlich, ich will ihn jetzt nicht abschlagen, aber 6 von 10. Einfach, ich komme da nicht ran. Ich weiß nicht, ob das besser würde, wenn ich jetzt immer wieder probiere. Es ist jetzt aber auch ein Malt, der mich nicht dazu verleiten würde, immer wieder zu probieren, muss ich sagen. Nicht negativ, aber auch nicht so, dass ich sage, auch gerne wieder.
Und dann gibt es halt 6 von 10. Ist jetzt vielleicht zu böswillig. Fairness, ja, ist alles gelistet. Auch die Fassnummer steht drauf und die ist verdammt lang. R15-04-09-103A. Nicht gefärbt, nicht gefiltert und so weiter. Also Fairness, ja, 9 von 10. Coverline macht das schon. Also jetzt wäre noch, naja, 8 von 10, weil es fast ein Geheimnis war. Vielleicht war es ja nur Bourbon. Wer weiß. Ich bin halt nicht. Nachkaufen? Nö. Nö. Also ich will jetzt auch nicht den Leuten das Geschäft verderben. Ich glaube, es kam jetzt erst kürzlich noch ein Pete raus und da stand dann dabei, was es war. War vielleicht ein Schwesternfass, kann sein. Also ich nachkaufen. 4 von 10. Also wirklich, nee. Ich nicht. Und das tut mir für Coverland leid, weil ich habe es vorhin schon erwähnt, es gibt da teilweise saugutes Zeug. Aber Peated muss ich tatsächlich schauen, dass ich nochmal ein Peated-Sample erwische und dann kann ich sagen, okay, ich schließe für mich die Peated-Sachen aus. Kann auch vorkommen. Also bevor ich da dauernd hinterher probiere und alles probiere, bilde ich mir ein paar Vorurteile. Jetzt war das bei den Peated-Sachen leider ein Schlag ins Bodenlose, muss ich schon fast sagen. Ja, werde ich mir auf jeden Fall besorgen und guckt euch gerne bei den anderen Solisten um. Die sind nämlich ziemlich gut. Es gibt da auch teilweise richtig schöne Sherry-Bretter in so einem seltsamen Ziehharmonika-Kasten. Ich glaube auch von den gleichen Franzosen, die jetzt den rausgebracht haben. Ja, naja, muss ich jetzt nicht verteidigen. Ist halt so, hat mir nicht so gefallen. Ich wünsche euch was.